Grüß euch aus dem Rötzerzentrum. Ich bringe jetzt die Kirschen nach vorne. Wir haben jetzt schon ein paar Fuhren, die dann entkernen, Kirschen entkernen, und dann stelle ich euch ein paar neue Mitarbeiter von uns vor. Ja? Also gehen wir nach vor. Wir sind da jetzt beim Kirschenkernen. Wir machen jetzt ein neues Kirscheneis. Das sehen wir dann in der Produktion hinten. Da haben wir jetzt einmal die Kirschenkernen. Die kommen, glaube ich, aus Italien, die Kirschen. Warte, lassen wir mal da schauen. Was haben wir die Kirschen da daher? Sauteier waren es auf jeden Fall. Jetzt haben wir da. Ja, Italien. Was ich euch noch vorstelle, ist eine neue Mitarbeiterin. Marina. Marina kam von der Ukraine und ist jetzt bei uns. Ja? Okay. So, jetzt schauen wir auf die andere Seite, weil da dann auch Kirschen entkernen. Wir sind jetzt auf der rüberen Seite beim Kirschenkern und wir haben nur so einen Stress, dass wir mit den Eiten gehen, mit den Garten ausleiten. Dankeschön. Die reißt uns da jetzt gerade aus, weil wir ja gar nicht nachkommen. Geht schon. Falls einer glaubt, dass das einfach ist, ist nicht einfach, auch wenn es viel Personal ist. Ist nicht einfach, ein Video jede Woche da zu machen, ist nicht einfach, falls einer glaubt. Und ich brauche wirklich die Stärke meines Teams. Gott sei Dank habe ich das. Gott sei Dank habe ich hier und jetzt das beste Team, das ich überhaupt je gehabt habe. Steht da jetzt bei mir, also das sehe ich jetzt dann. Wir halten da alle zusammen und darum schaffe ich ja immer dieses Video. Alleine könnte ich das nie schaffen. Also ich muss irgendwann einmal schlafen. Und Gott sei Dank habe ich diese Leute, die ich da habe. Das ist die Anastasia, kommt auch aus der Ukraine und hilft uns auch da, ist auch bei uns da. Ist ja fast wie eine Tochter von mir, ist ja wirklich ein ganz liebes Mädel, hat den 18. Geburtstag bei uns gefeiert. Echt cool. Eine super Mitarbeiterin, ihr werdet sie sicher vom Eis drüben kennen. Arbeitet einmal beim Eis und jetzt hilft es uns beim Kirschenkernen, weil wir nicht nachkommen, weil ich unbedingt dieses Kirscheneis machen will. So, das ist die Alona, die habe ich vom Kirschenkernen kurz anziehen müssen, weil die hat uns einen Orangensaft machen müssen fürs Frühstück, weil wir jetzt haben wir da ein bisschen mehr zu tun kriegt, kommen wir da gar nicht nach. Dennoch werden wir unser Kirscheneis heute noch zusammenbringen und wir gehen dann in die Eisküche hintere. Alona, kommt auch von der Ukraine, ist die Mutter von der Anastasia und ist auch bei uns da und hilft uns auch und ist im Schankbereich bei uns tätig. Und schön, dass ihr da seid. Also ich bin jetzt in der Produktion hinten. Vorne haben sie die ganzen Kirschen entkernt. Hinten werden wir jetzt Kirscheneis machen. Kommt einmal mit, ich zeige euch was. Wir haben das auf mehrere Chargen da schon drinnen, jetzt die Kirschen, weil das so viel war und weil wir so schwer dazu gekommen sind, dass wir das zwischendurch machen können. Jetzt werden wir das noch ein bisschen mixen und dann werden wir es rausfrieren. Italienische Kirschen. Ich freue mich schon, wenn wir heimische Kirschen haben. Ich habe im Garten einen Kirschenbaum und wird sicher auch urlecker werden, das Kirscheneis. Das Wichtigste, wenn man gutes Kirscheneis machen will, das steht da, wir müssen es eh gleich in die Kühlung geben, hänge dir Kirschen an die Ohren, sonst wird es nichts. Okay, jetzt habe ich meinen Trick verraten. Jetzt haben wir gesehen, wie wir im Rötzerzentrum das Kirscheneis machen. Wir haben sich wirklich Mühe gegeben. Wir haben zweimal das vorher probiert, das ist uns nicht ganz so gelungen. Diesmal wusste ich, dass es schon gut wird, weil ich die Masse kannte. Wir haben extra viel Kirschen eingegeben und jetzt seid ihr eingeladen, dieses Kirschenes vorne zu probieren. Ihr könnt es aber auch sagen, könnt ihr kurz einen Löffel nur kosten, wenn ihr euch noch keine Kugel nehmen traut. Ich weiß nicht, wie es euch schmeckt. Ich sage euch, es wird euch schmecken. Das Kirschenes ist wirklich, wirklich cool. Also wer Kirsche mag, wird dieses Kirschenes mögen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Und jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.